Läuft sie? Ja, sie läuft. Juhu. Juhu. So, und jetzt wie versprochen. Hallo, herzlich willkommen. Sehr gut. Einmal gegen die Wand. Die High Skydive Team Mattes und Ronny starten in den Himmel bei Ghost Raccoon. Denk da, du musst auf die Startbahn, muss immer Tempo kriegen. Ne? Bin gespannt. Ich wette, du setzt das Ding in die Wand. Ich höre dich gar nicht mehr von lauter Motorengeräuschen. Guck mal, was wir für einen Wind haben. Wir fahren rückwärts. Ja, ich sehe auch, dass wir rückwärts fahren. Hast du mal gesehen, wie eng das vorne in unserer Kapitel ist? Ja. Ist das auch schön, oder? Das sieht ein bisschen schwul aus, wie wir da drin sitzen. So, meinst du, der Speed reicht? Ja, das ist ja hier der Punkt, wo normalerweise das Start losgelegt wird, hier bei diesen beiden. Also, gib Gas. Oh, hier waren noch Gegner. Das hast du ja super hingekriegt. Ich wollte eigentlich die Höhe machen. Da musst du doch erstmal mehr Höhe haben. Da musst du erstmal mehr Höhe haben, du. Nein, ich wollte einfach nur hier rüber. Genau, das war alles geplant. Das war alles geplant, ne? Genau. Ich meine, du hast es hier schon hervorragend. Dass wir wieder gegen aber eigentlich habe ich ja einen Fehler gemacht, weil eigentlich hättest du ja fliegen müssen, ne? Na, damit ich wieder das Ding in die Wand fliege, oder was? Ja, weil eigentlich wolltest du ja fliegen, nicht ich? Ja, schon, aber ich nehme dir das nicht übel. Nein, echt nicht. Nein, ich habe was viel Besseres gefunden. Was hast du denn gefunden? Ich habe Handschuhe gefunden. Das sage ich dir dann, wenn ich ein paar Meilen weg bin. Ein Schiff. Ja, ein schönes Schiff. Ui. I see. Kommst du zurück? Versuch's doch. Das Ding reicht nicht. Nee. Wie ist doch fatal. Darf nicht wahr sein, ey. Der wollte es jetzt mit oder nicht? Ey, das kommt nicht wieder von der Insel. Aha, ich kann schwimmen. Okay, dann schwimm. Alles ist gut, aber nicht brutal. Nein, Chef. Müssen wir überhaupt hin? So 2 Kilometer? Zu diesem grünen Punkt wieder, ne? Wie gesagt, ich nehme die auch mit, aber wenn du nicht willst. Doch, ich komme ja jetzt. Ja, wohin denn? Ja, ich bin auf der anderen Seite inzwischen. Du bist schon dreimal um die Insel gefahren. Ja, ich fahre ja nicht. Ich laufe ja auch. Leise schwimmen. Wie soll man bis schön leise schwimmen? Da lässt mich nicht einsteigen, warte. Das Ding drauf. Da lässt mich nicht einsteigen. So, jetzt. Yippias! Das Ding raucht. Er muss ja nur ein Stückchen halten. Nein, das explodiert nicht. Boah, du bist so negativ. Weil ich das alles schon habe. Oh, Gegner voraus, 12 Uhr. Die holen wir uns. Ja, hol sie dir. Ich komme. Juhu! Das war nicht hab so nicht gut. Nicht gereicht, diesen
Warum ist der gerade da gespawnt? Ich weiß ja nicht, was du willst. Wir haben ein Auto. Ja, deswegen ja. Mhm. Das war der Plan, oder nicht? Das war total der Plan. Ach, da, Schütze. Go, go, go. Das sind die Unterlagen hier vorne. Warum liegen hier Unterlagen? Ja, wichtige Informationen liegen immer am Strand. Hier liegt ein Sextant. Geh doch mal weg da jetzt. Mein Gott. Ed. Oh. Was ist das? Oh. Okay, wir gehen zu Fuß. Lauf. Ich hab's verstanden, wir gehen zu Fuß. Oh. Der mag dich nicht. Da war ein Konvoi, warum hast du den Konvoi nicht aufgehalten? Es ist wirklich... Weil du mich erschossen hast? Ich hab dich nicht erschossen. Stimmt, du hast den Panzer, den Spähpanzer oder wie sowas heißt. Den. Komm, hier vorne gibt's ein neues Auto. Ja, ich bin ja unterwegs. Da gibt's noch eine neue Drohne. Mann, du musst hier leise vorgehen. Ja, tu mich doch. Was sollen die Gegner denn von uns halten hier? Wir sind eine Spezialeinheit. Wir können doch nicht einfach so rumrennen wie die... Vollidioten? Ne? Ja, kannst du nicht einfach hier reinrennen und, ne? Das geht gar nicht. Super, ein E-Auto habe ich erwischt. Na, ja, pass auf, die Bremse, du fährst da, weiß ich nicht, wie viele Kilometer weiter, bis das Ding steht. Steigst du ein oder nimmst du den Jeep? Nein, ich hole mir nur eben eine Info hier. Die liegt hier gerade rum. Gucken, was das wieder Neues gibt. Ah, neue Fundstücke. Mhm. Die ist auch so ein Sportmotorrad, also von daher. Ah, okay. Ah, Geste. Genau, immer schön hinten einsteigen. Ja, ja. Du bist mein Chauffeur. Okay. Fahre uns zur nächsten Mission. Bin ich mir sicher, so. In oder zur? Tour. Ich muss mal auf die Karte gucken. Oh, scheiße. Ich muss nach rechts. Warte, ich kann auch auf die Karte gucken. Warte mal. Ah, okay, ich weiß schon. Ja, du musst eigentlich jetzt genau nach rechts. Genau. Und da ist übrigens auch noch ein Fundstück. Ja, das war so mein Plan. Okay. Dachte, das liegt so auf dem Weg. War ja klar, dass die Tür wieder zu sein muss. Ja, gehst jetzt die Treppe rauf. Ja, manchmal sind die ein bisschen behindert, ne? Nein, sowas darfst du nicht sagen. Unsere alter Egos. Neue Spur zu einem Schatz. Hat er das übertragen, oder? Was denn? Nein, die muss jeder selber finden, die Dinger. Ja, heute noch. Yes. Dum 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 dum. Rambo. Hast ein verdächtiges Geräusch gemacht, du bist es schon. Oh, Panzer, 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 Panzer. Er ist aufgestiegen. Wie, wir haben keinen Strom mehr? Du bist ausgestiegen.
Wieso bist du ausgestiegen? Ich dachte, wir wollten Rambo machen. Ja, hast du mal gemacht? Ja, so wie letztes Mal, weißt du. Ja, das heißt, mitten in die Station reinfahren. Ja, hast du gemacht. Ja, ich bin tot. Wahnsinn. Scharfschütze vom Turm aus. Oh, ich auch. Sie wurden getötet. Also das war etwas, das machen wir nächstes Mal bitte anders. Jawohl, Chef. Vor allen Dingen, der springt dann einfach so raus. Ich denke mal noch. Ich war völlig davon überzeugt, du willst da durch die Mitte durchfahren. Rambo-mäßig eben. Ja, du bist da durchgefahren. Ich bin aber alleine durchgefahren. Das war, das hatten wir nicht besprochen. Ich war nur der Chauffeur, du wolltest Rambo-mäßig da rein, hab ich neu. Ja, aber wenigstens mal sagst du bitte Bescheid, wenn du sowas vorhast, dann schreie ich wenigstens noch im richtigen Moment, ey du. Aber das war Rocky, ich weiß. Adrian! Ach ja. Naja, es war wieder lustig. Was würden wir nur ohne diesen Spaß machen, ne? Ja. Ey, wer hat da geschossen? Der Scharfschütze vom Turm aus. Oh, ich bin schon wieder tot. Ha, hab ich nicht gedacht. Ja, wir gesnipert worden. Ich weiß nicht, was das für Gegner sind, aber die sind heftig. Die wurden Alter, warum hast du dir denn Aufmerksamkeit gegeben? Meine Waffe schießt doch nicht so scheiße. So ich wusste nicht, wo du warst. Ich bin gegenüber von dir gespawnt. Okay, jetzt. 200 Meter auseinander. Jetzt machen wir es richtig. Jetzt machen wir es ernst. Genau. Jetzt aber. Ja, sicher. Jetzt aber. Nee, morgen. Da geht er genau in dem Moment weg. Bis jetzt sind wir 600 Meter auseinander. Ich habe immer weniger. Hast du schon wieder die Aufmerksamkeit auf dich gezogen? Ja. Oh, wie schießen die? Nee, Sniper habe ich schon mal. Ne, Funke habe ich auch. Gut. Ich rette den Arsch auf 500 Metern. Ich bin jetzt beim grünen Punkt. Scheiße, Kontakt verloren. Ziel lokalisieren und neutralisieren. Ja, wir müssen die gefangene Person befreien. Ah, okay. Denk dran, das ist ein Elitegebiet für dich, ne? Leicht verletzt. Ich wollte das nur so nebenbei sagen, ne? Da kommt ein Panzer auf dich zugefahren. Ach, lustig. Und ein Gegner. Ja, ich habe den Panzer bemerkt. Ah, okay. Er mich auch. Ah, noch besser. Er kommt. Ne, er scheint. Kommt, hört sich mal so falsch an. Ja, es hört sich wirklich falsch an. Da ist ein Kampfhubschrauber drin. Pass auf, da sind noch eine Menge Gegner. Aber ich will hier auch ein bisschen wechseln. Ich will hier mal. Ja, okay, ich bin schon wieder jetzt gerade erledigt. Oh Mann, die sind eine Nummer zu heftig. Ach was. Naja, Übung macht den Meister ja bekanntlich. So sieht's aus.
Ah, eine Drohne. Direkt über dir. Toll. Schießt auf die Drohne und im selben Moment sagt der Rechner so, nee, da steht ein Helikopter. Ich hab mich gerade über den Boden weg, bewegt. Du spawnen kannst, oder? Nee, ist der Countdown noch runter. Ach so. Aber ich glaube schon, ja. Das ist eine gegnerische Drohne. Ja, ich bin gespannt, wo er mich spawnen lässt. Ja, lässt mich spawnen. Nö, ich war ja weit genug weg. Lässt du mich aber auch wirklich vom Arsch der Welt neu starten. Ah, der Welt. Vom A der Welt, genau. Weißt du, wo das A der Welt ist? Ich sag dir, der A der Welt ist da, wo es stinkt. Oh, super, der Panzer ist rausgefahren. Danke, ich weiß. Also ein Schuss ist der Panzer platt, ne? Also sollte es schaffen. Wieso, das war knapp. Ja? Ich bin hier über den Boden an. Ich bin über den Boden an Robben, weißt du? Und dann kommt er da an. Ist der, ach, da liegt doch. Aber wie oft soll ich dir denn jetzt noch den Arsch retten? Ah! Manchmal würde ich echt gerne den Gesichtsausdruck von dir sehen. Verbinde dich, du bist verletzt. Dann muss ich jetzt mal wieder umschalten hier. Wenn du so leise bist, denke ich immer erst, du konzentrierst dich wirklich. Warum kommt der denn jetzt wieder her? Weiß ich nicht, ist aber schon tot, keine Sorge. Mach dir ja schon den Weg frei. Gegner habe ich. Gut, verbind mich. Geschütz erledigt. Okay, ich hole uns Verstärkung. Oh, Gegner. Habe ich erledigt. Drohne. Hab ich. Drohne! Ah, wo ist er? Okay, erledigt. Hier sind noch mehr Drohnen. Ich glaube, die sind hier drin festgebackt. War verbuggt. Oh, hier gibt es einen Fertigkeitspunkt. Brauchst du noch einen? Ich komme gleich, ich komme gleich. Ich bin gerade auf Jagd. Ziel lokalisieren und neutralisieren. Mann, das war doch einfach. Stellungswechsel! Ach doch, das funktioniert. Ich habe auch einen getötet. Man muss sich auch über Kleinigkeiten freuen. Gegner. In Position bleiben. Blauer Schuss von der Seite. Okay. Jetzt nicht auf los. Bei uns.
Standort. Echt? Aua. Huha. Was dürfte der letzte gewesen sein? Es hat sich aber auch gelohnt, hier sind viele Kisten. Die kleine Basis. Das ist aber auch schwer zu knacken. Für mich zumindest. Ja. Kleine Herausforderungen sind immer gut. Ja, ich muss mir mal Zeit nehmen, ein paar Sachen klein machen. Ja, mach das. Rucksack voll. Da. Ja, dann mal erst die Base leer räumen hier, oder? Ja, ich mache hier mal alles klein, mal irgendwie. Sorry Leute, es ist jetzt ein bisschen langweilig zuzuschauen, wie ich Sachen klein mache. Kannst du losmachen? Ja, das hättest du von Anfang an machen sollen. Ja. Nicht, dass die Leute noch denken, dass du ein Messi bist. Ich bin, glaube ich, ein Messi, ja. Ich glaube schon. Ich gestehe. Mann. Wie ist das denn dann nur bei 7 Days? Das Inventar ist doch gar nicht so groß. Nee, dafür habe ich dann meistens ein Lager in der Base, weißt du? Und mehrere ja. Vorratskisten, die dann alle voll sind. Ah, das haben sie ja in der 18 gut gepatcht. Kannst du jetzt so Item-Bundles machen? Ja, das ist auch gut, ja, das stimmt. Bin ja froh, dass ich vom Level noch nicht so hoch bin. Weil dann sind es nicht so viele Waffen. man muss ja alles positiv sehen. Ja, also alles, was ich eigentlich einsammle, zerlege ich auch. Weil mir bringt es ja nichts mehr. Klar. Geht ja wieder genau vor der Kiste hier, ne? Ich werd wahnsinnig. Juli, du hast doch gerade was zu erzählen. Ja, ich geh weg, ist ja schon gut. Bist schon längst fertig hier mit Einsammeln. Ja, ich habe ja eben noch klein gemacht. Aber ich hab's abgebrochen. Zieh jetzt mal noch meine neuen Sachen an. So, was gibt es denn noch Sachen, die ich hier einsammle? Du musst noch die Tour öffnen. Nee, die hatte ich. Ah, nee, die hatte ich nicht. Genau. Hier ist noch eine Info. Schon mal raus. Hast du fertig alles? Nee, ich brauche noch. Ich brauche noch. Hier ist zum Beispiel eine Zubehörkiste. Wähl doch schon mal die nächste Mission, die. Nee, ich muss ja die Gefangene da mitnehmen. Ach so. Ich muss nur eine Kiste. Kann die auch schon wegbringen, so ist es nicht. Nee, ich muss nur noch eine Kiste.
1,1 Kilometer. Ach du Scheiße. Alter, da kommen wir doch nie wieder hin. Wenn ich jetzt wüsste, dass die in den Heli einsteigen, ne? Hoffentlich macht die da doch. Dann bringe ich die da schnell hin. Und ich steig die jetzt hier ein. Einsteigen. Ja, ich bring die da schnell hin. Das müssen wir über die halbe Map fahren. Oh wei. Ja, ich komme so gut wie möglich hinterher. Gib mir eine Minute. Na ja, gut, ein bisschen mehr, aber dann bin ich wieder da. Will ich ja auch nicht hin. Oh. Okay, aber nicht nur mit dem hier liegen. Ich habe einen Baum berührt, da waren die Rücken weg. Scheiße. Aber wir haben die Aufgabe. Aber die wird auch, glaube ich, nicht einfach. Was ist denn das? Computerhacker. Das ist so viel langsamer war ich gar nicht. Computerhacken. Und der Anfahrweg ist extrem weit, so 10 Kilometer. Oh. Aber ich habe kein Biwak in der Nähe. Komm, dann lass uns doch den Kampfhubschrauber nehmen. Der hat keine Rotoren mehr. Spitzenmäßige Aktion. Oh mein Gott. Er hat keine Rotoren mehr. Die sind irgendwie abgefallen vorhin. Aber ich bin schon unterwegs zum Biber. Okay. Nee. Ja, macht er den schönen Hubschrauber kaputt? Er wird jetzt wahrscheinlich wieder sagen, weil er es kann. Hab ich recht? Gut, das war wohl nichts. Ey, willst du mich nicht mal rufen? Ja. Mathis! Ach, Mathis ist off. Ich mal aufs Klo. Was denn? Du bist mal auf Klo. Wer? Was denn? Wer denn? Wo denn? Ja, du denn? Oh, mein Arsch. So, nach der etwas... Mathis, guck mal, wo ich gespawnt bin. Weiß ich nicht, Moment. Da guck mal nach oben. Kann ich gerade nicht. Ich bin im... Gib mir eine Sekunde. Ja. Ich ziehe aber jemand nicht mehr ein. Sind wir zum Eichhörnchen geworden, ja? Ja, ich bin Eichhörnchen geworden, genau. Nenn mich Kettenis. Das will ich jetzt als Screenshot für den nächsten Dreh machen. Ja, aber auf jeden, ne? Auf jeden. Quietsch, quietsch, ich bin ein Eichhörnchen. Na, ich komm mal runter. So. Ich bin natürlich prompt verletzt von dem Sprung. Ja, ich war richtig so. Quietsch, quietsch.
Oh, keine, keine, keine. Das ist auf jeden Fall die letzte für mich, weil ich muss gleich, ne? Ja, können wir gerne machen. Ja. Das heißt, eigentlich ist die Folge jetzt hier schon zu Ende. Dann sage ich einfach mal an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V. Oder tschüss. Ciao. Oder tschüss mit Üs. Oder Kuss mit Us.